Moin, schön, dass du auf meinem Kanal bist. Ich möchte mir bei Pioneers of Pagonia heute mal selbst eine Karte erstellen. Dazu gehen wir erstmal in Neues Spiel starten. Und dann haben wir hier oben die vordefinierten Karten, die man hier jetzt spielen kann. Ne? Da ist ja immer eine Beschreibung dabei. Hier siehst du denn, ob es da feindliche Einheiten gibt oder nicht, ne? Wo diese Taube ist, da gibt es keine und so weiter. Aber wir wollen hier oben rein, benutzerdefinierte Karte. Hier kannst du dir aussuchen, ohne Feinde, mit Feinden. Insel erobern oder Sandbox, da kannst du also ohne Ende spielen, wie du willst. Ne? So, Vorlagen verwenden oder anpassen. Da gehen wir mal rauf, anpassen. So, einfach heißt hier, dass es für dich einfach ist. Ne, wenn du mal guckst, sehr schwierig, schwierig, schwierig. Also bleiben wir doch bei einfach. Ne? Wir bauen uns eine Karte ohne Feinde gerade hier oben. So, NPCs. Feindliche NPCs ist natürlich keine. Ne? Und wenn du welche hast, kannst du das hier auch noch einstellen. Nur einfache, schwere und so weiter. Und pagonische Dörfer. Wenige ist so mittel, sehr wenige ist dies hier. Manch Landschaft. Grasland ist ja zum Bauen. Ne? So, da können wir uns das schwer machen oder leicht. Ne, wir machen uns das auf sehr häufig. Da werden natürlich bei den anderen Sachen was abgezogen. Wälder ist okay, da möchte ich aber ein bisschen mehr haben. Dann nehmen wir auch häufig, denn wir brauchen ja Holz. Ne? So, Berge und Klippen. Das ist auf durchschnittlich gestellt und da machen wir mal auf selten. Mal sehen, wie das denn aussieht. Ne? Art der bergigen Umgebung. Bergbauressourcen. Ja, lassen wir mal ruhig ausgeglichen. Oder? Ja, so ein bisschen soll das ja auch so sein, wie das Spiel das eigentlich plant. Ne? So, Menge der Seen durchschnittlich. Ja, das können wir lassen. Und Klimaschiel der übrigen Landschaft ist ausgeglichen oder eher sandig, fruchtbar. Dann machen wir mal eher fruchtbar. Ne? So, wenn wir jetzt mal schauen hier oben, dort haben wir jetzt die Karten-ID. Ne? Die können wir uns kopieren oder eben einfügen, wenn wir schon mal eine kopiert haben. Ich kopiere sie mal, ne, dann ist sie in der Zwischenablage. Und dann kann man sie später in die Beschreibung des Videos mit einfügen, falls das jemand so bauen möchte. So, hier unten generieren wir jetzt die Karte und starten das Spiel. Erschaffe Insel und. Das dauert jetzt alles ein bisschen. Gleich ist er fertig. Da läuft der Balken. Und schon haben wir unseren Startschoner hier. Ne, jetzt wollen wir erstmal mit der linken Maustaste ein bisschen gucken, was wir hier haben. Da haben wir uns ja selbst eingemacht hier, wa? Das ist gut. Aber hier haben wir schon andere. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was das jetzt hier mit mir wird. So, jetzt machen wir erstmal einen Wachturm hier hin. Und wir den hier hin machen? Ja, wir wissen ja nicht, was da so kommt. Und dann bauen wir uns erstmal den Weg hier, ne? Die sollen ja die Sachen da auch hinbringen. Ach so, weiter kann er jetzt nicht.
So, und dann müssen wir von hier oben natürlich auch noch. Peng, so. Jetzt bringen sie erstmal. Ne, das heißt, sie bringen im Moment noch nichts. Da kommen jetzt erstmal die Planierer und Ingenieure, was weiß ich. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier alles so drauf haben. Ne, wir haben hier also einige Weber und. Ne, wir haben 90 Rationen, wir haben Kupfer, wir haben Seile und so weiter. Und 401 Pioniere. So, man soll sich hier mit allen Fraktionen anfreunden, da ist aber nur eine, so wie es aussieht. So, Wachtürme und Entdeckerturm. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt hier Holzfäller bauen. Hier, ne? Oder? Da. Dann bauen wir den mal dazwischen. Wir brauchen ja Flüssigholz. Ja, das war schon ganz gut so. Komm. So, dann verbinden. So, das ist erstmal wichtig, Holzfäller. Jetzt brauchen wir ein Sägewerk. Forsthaus brauchen wir noch nicht. Aber ein Steinbruch. Aber wo sind hier Steine? Da ist noch nichts zu sehen. Das ist auch alles nur Kokolores hier. Da müssen wir warten. Na, hier ist ein Stein. Aber ist die Frage, die Grenze sieht man hier. Ob hier noch mehr kommen, ne? Notfalls müssen wir den einen Stein hier erstmal uns greifen. Zimmerer kommt, na guck mal. Ne, das ist also ein weiter Weg hier. Also die Karte ist nicht so schön, finde ich. Ne, also da müssen sie noch mal dran arbeiten. Der eine Baum hier, der ist eher störend. Und der Weg ist so arschlang hier. Das ist also so viel verschenkt hier, ne? Das hier alles. Also das ist nicht so schön. So, aber jetzt warten wir erstmal, bis die Wachtürme stehen, dann sehen wir auch mehr. So, da fehlt noch. Ne, da fehlt nichts mehr. Der kann bauen. Jawohl. Und hier ist auch alles da, ne? Die Steine. Die sind ja wichtig. So, jetzt können wir hier schon mal den Fokus setzen. Können wir den mal hier setzen. Und Holzfällerhütte, den Fokus setzen wir mal auch hier hin. Auch da, so. Dass der erstmal da anfängt abzubauen. Und er hier soll hier oben mal so in die Richtung mehr gehen. Oder hier hin, ne? Das wäre doch ganz gut, dass wir sehen, ob wir da noch mehr Steine haben. Ne, das bedeutet, die werden jetzt erstmal hier die Grenze in diese Richtung erweitern. So, hier kommen die ersten Wachen, jawohl. Ne, das sieht man auch hier drin. Da sind 10 geordert, Personal ist unterwegs. Ne, hier sind die 10. So.
Das Problem ist nur, die müssen ja diese ganzen, das sind die Träger, die ganzen Grenzsteine da auch hinschleppen und das ist einfach zu weit, ne? Also dieser Weg ist sau weit. So, was können wir da tun? Wollen wir mal gucken. Wir bauen schon mal hier so ein Lager hin. Da passt sowieso sonst nichts hin. Und hier können wir auch ein Lager bauen. Also sogar zwei bauen, ne? Oder? Na, lassen wir mal. So. Ja, vielleicht haben wir Glück und die bauen die und die schmeißen die Grenzsteine da rein. Wollen wir sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Denn man muss ja erstmal eine kleine Planung im Kopf haben. So, jetzt laufen sie los. Ne, da oben seht ihr, die laufen schon mal. Da. Die Wachen. Aber die sollen ja hier, sollen sie ja erstmal. So, jetzt die Träger. Jetzt haben die Träger die Sachen gebracht. Und jetzt schleppen sie die ersten Sachen dahin. Jawohl. So, ne, da können wir auch zugucken. Guck mal, die schleppen das alles in die Richtung. Jawohl. Wir brauchen natürlich dringend Steine und den ganzen Steinkreislauf, weil wir ja diese Grenzsteine auch erzeugen müssen. Da gibt es ja nur einen begrenzten Vorrat und dann ist vorbei. Ne, deswegen will ich wissen, gibt es hier noch mehr? So, wir können hier oben auch mal hier drauf klicken. Dann gucken wir mal zur anderen Seite. Hier haben sie schon erweitert. So, dann können wir hier eigentlich einen Jäger noch bauen. Würde ich mal so sagen. Ach, der haut da Holz. Obwohl ich gesagt habe, Holzfällerhütte, andere Seite. Aber naja. Schassmogen, ne? Dann wollen wir mal. Ach so, der kann auch nur da, wo schon alles frei ist. Es ist auch viel Laubholz hier. Nadelholz wird aber mehr gebraucht. Also da muss man dann auch gucken, was man da so kriegt. So, dann gehen wir mal hier hin und gucken mal schon mal. Aha, da haben wir eine andere Fraktion jetzt hier entdeckt quasi. Und immer noch keine Steine. Bitte. Wie viele Steine ist denn das hier? 80. Naja, was soll's. Wir brauchen sie. Also, na, oh, die kriege ich auch auf der anderen Seite hin. Machen wir das mal hier. Und eine Steinmühle. Nicht vergessen, die ist ganz wichtig. Diese Steinmühle. Weil sonst können wir nicht weiterbauen, weil wir Zement mal brauchen. So, und da haben wir hier so ein Gegenstück im Holzbereich. Das ist aber jetzt nicht das hier, sondern bla bla bla, Bergbau, Verarbeitung. Nee, auch nicht. Dann muss das hier sein. Gildenhaus, das kommt alles noch. Werkzeugschmiede, Holzwerkstatt. Ne? Ja, brauchen wir nämlich das hölzerne Zahnrad. Und deswegen werden wir das Teil jetzt hier erstmal bauen. Da oder da. Machen wir mal. So, hier haben wir schon
mehr Land bekommen und hier können wir jetzt auch bald Sammler einsetzen, aber ich möchte hier eigentlich noch. Wohnhaus und so, das kommt alles noch. Marktstand, Taverne, Esstisch. Das machen wir noch. Ne, da muss das doch hier bei Nahrung sein. Sammlerhütte, Jagdhütte, da ist es doch, ja. Ja, ich habe es noch nicht so oft gespielt, dass ich jetzt hundertprozentig weiß, wo ist was. So, jetzt wollen wir hier mal. Nee, dann machen wir ruhig hier. Gut, dann haben wir zumindest einen Weg schon mal, um hier noch mehr bauen zu können. Ne, hier dran. Weil sonst, wenn wir hier alles zubauen, dann haben wir schlechte Karten. So, dann schauen wir mal. Ach so, der ist jetzt gerade fertig. Der Zimmerer ist unterwegs und Holz kümmt auch. So, wo sind meine denn? Hier. Veteranenwache. Ja, das ist aber. Dann wollen wir mal den Wachturm in diese Richtung priorisieren. Nö, das haben wir schon. Die gehen auch ohnehin schon in diese Richtung. Und hier gucken wir dann mal. Ah, hier haben wir ordentlich viel, was abgebaut werden kann. Hier bauen sie die Grenze auch noch weiter. Und so wie das aussieht, ist hier doch noch eine ganze Menge. Ne? Oh yes. Oh yes. So, hier haben wir jetzt was zum Sammeln. Aber mehr ist da nicht, ne? Oder ist da noch irgendwas anderes? Pilze oder so. Aber das Spiel baut dann auch, glaube ich, noch ein paar Sachen dazu. Also machen wir ruhig mal hier eine Sammlerhütte hin. Können wir allerdings auch. Nee, ich will die hier hin haben. Und dann machen wir da einen Weg hin. Nee, den haben wir hier. Noch mehr Sachen, die wir so bauen können. Da habe ich selber schon einen hier kaputt gemacht. Da muss man aufpassen. Ne, da ist jetzt nur noch einer, aber mit Glück baut das Spiel dann noch ein paar Sachen hin. Wollen wir sehen. Ne? Das ist ja auch so, das Spiel wird ja erkundet, erstmal hier jetzt auch von mir und dir sicher auch. Und dann sieht man, was passiert, wenn ich dies mache, wenn ich das mache. So, hier haben wir Kupfer, Kupfer und Kupfer. So, dann, ja, was bleibt uns übrig? Wir müssen einen kleinen Kupfertagebau hier einrichten. Jo, so, dann brauchen wir noch Kohle irgendwo, ne? Und das soll das Spiel ja auch. Ah, ja, guck mal, hier haben wir endlich Stein. Und Kohle, Eisenerz, Stein. Ja, Halleluja! Da kommen wir aber jetzt gar nicht mehr hin, glaube ich, ne? Mal gucken. Hallo. Nee. Da, den wollte ich. Aber da kommen wir nicht durch, ne? Guck mal, hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Da können wir jetzt nur uns hier mal so einen Weg bauen. Und ja, dann müssen wir hier die Sachen bauen, die wir brauchen. Dann fangen wir mal an. Einmal noch ein Steinbruch. Nö, der hat ja hier zwei Stück.
So, dann haben wir Kohle und Eisen. Eisen, da. Also Kohle. Und Eisen. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Zunächst mal, ne? Leider nicht in unbegrenzter Menge. Silber haben wir noch nicht. Und die Schmelzhütte, die müssen wir auch noch bauen. Jetzt machen wir aber erstmal einen Weg. So, und dann können wir die Schmelzhütte bauen. Was nützt uns das ganze Zeug, wenn wir da nichts mit anfangen können? Ne? Warte mal, da will ich eigentlich noch ein bisschen rüber. Ne, dann nehmen wir die andere Seite. Wir müssen ja sehen, dass wir beweglich bleiben. So, das ist aber auch ganz gut hier. So, und das dauert jetzt natürlich, bis es alles gebaut ist. Deswegen gehen wir jetzt hier mal hin und drücken einfach das Pluszeichen. Und wir sehen, jetzt geht das richtig los. Ne? Hier ist gerade ein Baum respawnt, Nadelholz. Hier ist die Jagdhütte. Und dann wollen wir mal gucken. Sammlerhütte. Personal ist auf dem Weg. Wir sehen den Schwerpunkt des Sammelns hier. Was ist das hier? Zweige. Ach so. Dann wollen wir mal das Sammeln hierhin verlagern. Ja. Ne, da sind die hier in Gange. Ne, Quatsch, wo ist denn mein Holzfäller? Da. Den habe ich ja eigentlich. Dann machen wir den noch mal ein Stückchen weiter hier hin. Ne, dass sie uns nicht hier die Jagdgründe kaputt machen. So, jetzt sind wir hier oben schon mal wieder ein Stückchen weiter. Kohle, Stein, Stein, Kohle, Stein. Eisenerd haben wir nur einen, aber was soll's machen, ne? Und nochmal Kohle. Was haben wir hier Schönes? Eisenerz, das ist hier prima. Ja. Also hier können wir erstmal eine Zeit lang abbauen und hier haben wir nochmal Silbererz. Ja, hallo! Herzlich willkommen! Dann wollen wir mal gucken, ob wir da noch. Ja, können wir noch. Nö, den packen wir einfach mal dahin und schwupps. Fertig. So, das ist nochmal Kalkstein. Das ist also ein normaler Stein, der auch mit abgebaut wird. Dann also haben wir hier ja erstmal ordentlich was zu tun. Der hat auch eine Schmelzhütte. Oh, jetzt konkurrieren wir hier, ne? Das sieht ja so aus. So, aber die sind ja schon aktiv hier. Baut Eisenerz ab. Jawohl. So, jetzt müssen wir ganz dringend sehen, dass wir hier was kriegen. Ich will mal was ausprobieren. Ich mache erstmal eine Gemüsefarm. Die mache ich mal hier hin. So. Und dann wollen wir mal gucken. Aha. Wir können nur auf den Grün hier. Dann reiße ich die wieder ab. Hauen sie wieder ab. Ja, also müssen wir sehen, dass wir hier die Sachen bauen, die wir brauchen für die Ernährung. Nochmal. Gemüsefarm. Die können wir ruhig. Nee, das ist blöd, wenn wir die da hinsetzen. So, da brauchen wir ja Grün, deswegen. Da ist es schon wieder zu uneben.
Ja, dann lassen wir das erstmal bei den paar Dingern da. Vielleicht holen die die Bäume noch ab. Keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Und wir bauen uns jetzt noch eine Getreidefarm. Weil wir wollen ja auch Brot und sowas haben. Dann. Ist die große Frage, wo schließen wir das Ding an, ne? Hier. Und dann fangen wir erstmal an hier. Oh, das ist ja ganz schön, dass man das hier alles doch mit einnehmen kann. Da machen wir mal eine große Farm hier. Oh, das sind schon mal 2, 4, 5 mal 3, 15 Felder. Das ist schon mal gut. Wir brauchen jetzt aber auch noch Brunnen und so weiter. Das bauen wir hier mal mit. Weil ohne Brunnen bleibt hier gar nichts. Und Windmühle, logisch, aber die ist ja ziemlich groß. Die müssen wir hier hinbauen. So. Und dann bauen wir den Bäcker. Den bauen wir hier hin. Ah, ist zu groß. Der geht da drüben. Da geht er überall. Bewahren wir uns das Grüne nochmal auf. Bauen wir den Bäcker mal dahin. So, damit haben wir jetzt erstmal für was zu essen gesorgt. Was jetzt wichtig ist, sind Häuser, Taverne. Und hier haben wir ja auch noch was. Wollen wir das hier machen? Ist ein bisschen weit ab vom Schuss, finde ich. Aber hier ist auch blöd. Hier haben wir noch nicht genug Platz. Also bleibt uns hier gar nichts anderes übrig. So, das haben wir alles. Ne, wir sehen da unten immer, wie viel wir davon haben. So, dann müssen wir hier mal gucken. Kleines Wohnhaus. Ne, das machen wir noch anders. Da nehmen wir erstmal die Taverne. Gucken wir mal, was die alles abdeckt hier. Oder? Hier deckt die ja einiges ab. Dann bauen wir doch hier die Taverne. Dann bauen wir hier ein Wohnhaus hin. Machen wir mal 3 Wohnhäuser. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen den Proviantmacher, den kommt später. Jetzt brauchen wir erstmal den Marktbrunnen. Der ist wichtig. Und den Marktstand. Der ist ebenfalls wichtig, sonst fühlen sich die Jungs nicht wohl. Und da läuft nichts. Ne? So, und wir brauchen Esstische. Ganz dringend Esstische. So, 1, 2. Ist egal, dann machen wir 3, 4. So. Und jetzt können wir den Proviantmacher machen, weil der macht nämlich wichtige Sachen. Der stellt her Rationen. Und wir brauchen Rationen. Wo ist denn das? Da. Ne, das ist aber noch was anderes. Lagerbestand, Stärkungsmahlzeit. Die Stärkungsmahlzeit, die wird von der Taverne gemacht. Ne, wenn wir mal gucken, hier Genussmahlzeit und hier Stärkungsmahlzeit. Haben die hier keine Stärkungsmahlzeit, machen die nichts mehr. Lassen sie ihre Sachen fallen und sonnen sich.
Deswegen muss das so sein. So, hier haben wir den Kreislauf in Gang gesetzt. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt noch Rüstungsschmiede. Mal sehen, was wir hier haben. Gildenhaus. Ein Gildenhaus ist natürlich auch wichtig. Ja, wo können wir das denn hinstellen? Hier. Ja, machen wir euch mal hier. Da. Ne? Das Gildenhaus. Da werden Arbeiter ausgebildet. So, jetzt brauchen wir eine Werkzeugschmiede, damit wir auch aber da überhaupt ausbilden können. Ne, dann nehmen wir die hier hin. Das ist nicht so weit weg. So. Holzwerkstatt haben wir schon gebaut. Dann brauchen wir eine Waffenschmiede. Die würde ich allerdings gerne hier oben mit hinsetzen. Und dass das alles nicht so weit auseinandergezogen ist. Und die Rüstungsschmiede. So, Kunstschmiede brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber eine Militärakademie. Ne? Da werden nämlich unsere Einheiten ausgebildet. Und deswegen werde ich mal sagen, bauen wir hier eine, ruhig mal so, Militärakademie, ne? Die Akademie. So, jetzt haben wir von fast allen Gebäuden was gebaut. Abenteurergilde, die braucht man, wenn man jetzt mit Dieben und so zu tun hat. Aber wir haben ja hier eine Karte ohne Feinde, also ohne böse Räuber gemacht. Und deswegen lasse ich die mal außen vor. Was wir noch bräuchten, schauen wir mal, Wachturm, Garnison. Ne? Die können sich hier ausruhen, Militärcamp. Das machen wir zuletzt. Und einen Entdeckerposten. Entdeckerposten, der wäre ja eigentlich hier ganz gut irgendwo angesiedelt. Wo können wir den denn hier bauen? Oh, mal sehen. Da. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Weg damit. Nochmal. Hier geht er doch. Dann machen wir den dahin. Ne? Die kriegen nämlich diese Proviantration. Diese gebunden, zugebundenen Tücher mit Essen drin. Ne? Das wird dorthin geliefert. So, hier sind wir schon mal soweit fertig, so wie es aussieht. Esstisch. Und er ist auch am Machen hier, ne? Jo. Produkte, Stärkungsmahlzeit. Sehr schön. Also, das klappt auch, ne? Immer dran denken, Steinbruch und alle anderen Handwerker, ne? Die brauchen alle hier so Stärkungsmahlzeiten. Ne? Wenn ihr hier mal reinguckt, da Stärkungsmahlzeit. Das ist das, was sie abgebaut haben und das ist das, was sie brauchen. Deswegen müssen wir das unbedingt rechtzeitig bauen, weil die sonst alles liegen lassen. Die machen dann nichts mehr. Ganz einfach. So, dann würde ich mal gucken, hier hinten, ob wir hier jetzt einen neuen Wachturm bauen oder nicht? Ja, da geht es ja noch, oh, da geht es ja noch ganz weit rein, ne? Dann wäre das vielleicht klüger, den dort zu bauen, soweit es geht. Das erstmal ganz rechts rüber. Ja. Der ist noch nicht so weit. Warte mal, vielleicht können wir hier. Ach, das ist der Entdeckerposten. Ne? Ach, der Turm ist ja ganz weit weg hier, ne? Jagdhütte. Gildenhaus. Da ist der Wachturm. Dann machen wir den nochmal hier hin. Ne, da gibt es drei Ringe und innerhalb dieser Ringe kannst du dieses Ziel setzen.
Darüber hinaus geht es nicht. So, ja, dann würde ich mal sagen, dann bauen wir hier einen Wachturm hin. Aber erstmal gucken, ob wir da überhaupt einen Weg hinkriegen. Haben wir da erstmal einen Weg und dann mal gucken, wo wir hier einen Wachturm hinbauen. Da passt er noch nicht hin, da ist noch zu viel Holz am Machen tun. Hier geht gar nichts. Hier geht was. Dann bauen wir den dahin. So. Jetzt wollen wir aber erstmal noch ein paar Sachen einstellen. Wir haben ja Gildenhaus, ist im Moment noch nicht interessant. Das auch nicht. Sägewerk auch nicht. Wo ist denn meine Holzwerkstatt? So, hier müssen wir jetzt extra noch einstellen, was sie produzieren. Ich mache hier mal 15 davon und Holzspeere brauchen wir. Die brauchen wir für die Wachen. Wenn wir neue Wachen haben wollen, dann müssen wir auch die Speere für die machen, ne? So, was fehlt denn hier? Hier, guck mal, da fehlt das. Und Zement fehlt. Zement. Zement mal. Werkzeugschmiede, Steinmetz. Hier, da. Steinmühle. Ah, guck mal, da fehlen auch die Zahnräder. Habe ich zu spät eingestellt. Also gleich, wenn das Ding fertig ist, anschmeißen und die Dinger bauen lassen. Ne, da haben wir nur begrenzten Vorrat auf dem Schiff und ihr seht, da hapert es schon und das zieht Folgen nach sich. Wenn das hier nicht fertig ist, ne, jetzt haben sie alles, jetzt wird weitergebaut, dann machen die auch kein Zement. Ne, deswegen, also unbedingt diese Holzzahnräder bauen, damit wir auch Zement bauen können. Und einen zweiten Steinmetz habe ich denn hier, Steinbruch, jawohl, da ist er, Steinbruch. Ne, das ist auf jeden Fall, dass sie genug Steine hier anschleppen. So. Wir haben hier eine Militärakademie. Und hier können wir Wachen machen. Da machen wir erstmal 10 Stück. Ne, er rekrutiert Wachen. Und dann schauen wir mal. So. Wir hatten aber auch hier noch eine Werkzeugschmiede. Und da müssen wir erstmal sehen. Ich mache es überall mal 5. Ne, immer 5, 5, 5, 5, dass die auch noch ein paar engagieren können hier. Ne, guck mal, jetzt schleppen sie da auch die Sachen hin und her. Ne, da kommen sie jetzt an. Und dann haben wir irgendwann hier die Produkte. So, was wollen wir mit diesen Produkten? Hier im Gildenhaus, da können wir Arbeiter rekrutieren. Wir müssen hier oben mal gucken. Was wir hier alles so haben. Bewohner. Und wir Aufgaben 164. Wir haben Zimmerer, Planierer und Baustellenträger. Und wir haben jetzt schon mal 26 Wachen. Haben ja einen Turm gebaut. Das heißt, wir brauchen insgesamt 30. Jetzt sind es 28. Also das läuft ganz gut. Ne? Das habe ich ganz gut so hingekriegt, was ja schon mal gut ist. Und hier sehen wir 6 plus 2, die sind schon geordert und die warten auf Grenzsteine. Ne? Und die Grenzsteine, dafür haben wir ja unsere Vorbereitung getroffen, dass die hier auch weiterkommen. So, jetzt bauen wir mal hier den. Wo ist denn das? Machen wir ruhig mal hier, dass die in die Richtung weiterbauen hier. Also die Grenze, ne? Die verschieben in die Richtung. So, das sehen wir dann irgendwann, dass hier dann hier das Blaue weiter rüber geht. Das ist ja unsere Grenze, ne? Ach du Schande, da ist ja auch noch so viel. Oh,
So, eine interessante Rekrutierung ist abgeschlossen. Gut. Ne, kannst du draufklicken und dann bist du da. Dann bauen wir hier nochmal 10 für den nächsten Wachturm. Können wir aber nur machen, wenn wir auch. Na, wo ist denn das Teil jetzt? Was haben wir hier denn noch nicht? Rüstungsschmiede, Baumaterial fehlt. Was fehlt denn? Ah, hier. Ja, Zement. Ihr seht, das zieht Folgen nach sich. Aufgaben sind jetzt verfügbar. Wir haben ein Handelszentrum entdeckt. So, also müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir selber eins bauen. Gehen wir mal hier wieder zu uns. Gucken mal, wo wir hier was bauen können. Hier läuft ja unsere Grenze. Dann wollen wir doch mal die da lang ziehen. Ja, kann ruhig mal so machen. So, dann wollen wir mal. Die haben wir auch noch nicht gebaut. Weberei, dann machen wir das mal. Oder dann passt die da oben hin. Nee, schade. Ne, man muss erstmal sehen, dass man alles gebaut kriegt. Da haben wir eine Schneiderei. Und da haben wir eine Münzprägerei. Die habe ich eigentlich noch nie gebaut. Ist auch, glaube ich, jetzt im Moment noch nicht so wichtig. Kunstschmiede brauchen wir nicht. Lagerung und Handel, das brauchen wir. Schatzkammer, okay, Handelslager. Ne, das ist für die Handel treiben. Und hier ist der Handelsposten. Den bauen wir jetzt. Und dann können wir ruhig das Handelslager hier neben noch mit aufschlagen. So. Und das geht natürlich alles nur, wenn man auch sieht, dass das alles gut vorbereitet ist, ne? So, Steinmühle, seht ihr, da wird jetzt gemacht. Die haben jetzt Steine und die werden gemahlen und das wird dann Zement. Nach dem Motto, Zement mal. Holzwerkstatt. Wo ist die Holzwerkstatt? Die war hier hinten irgendwo. Da. So. Wir machen jetzt nochmal davon 10. Machen wir ruhig 15 und hier nochmal 10 Holzspeere. Das ist für die Wachen. Ne? Sonst können wir die Wachen nicht erzeugen. So, hier haben wir noch mal, dann machen wir noch mal hier 1, 2 und damit sind wir im grünen Bereich, was die Wachen angeht. So, dann denke ich mal, dann sollten wir mal gucken, was wir jetzt hier machen. Hier kommen wir ja gar nicht weiter. Hier kommen wir gar nicht mehr rüber, ne? Ja, das ist blöd. So, wo haben wir denn die nächste Grenze? Da oben. Da sind wir ja schon ein ganz schönes Stück weit, ne? Ja, denn wissen wollen, was da ist, dann müssen wir hier wohl in den sauren Apfel beißen und uns den Wachturm hier hinstellen. Kupfervorkommen wurde entdeckt. Ne, wir haben ja schon vorgesorgt, wir haben ja schon hier Personal gesorgt. Jetzt müssen wir nur noch für die Verbindung sorgen hier. Oh. Da geht's nicht, da geht's nicht. Dann machen wir mal bis. Na, das geht gar nicht. Ach so, der kommt nicht weiter. Das ist die Grenze hier, der, ne? So, damit kann der gebaut werden. Jetzt gucken wir mal. Ja, das haben wir ja gesehen. Jetzt, ich habe jetzt leider nicht mitgekriegt. Wo haben Sie denn jetzt was entdeckt hier? Ich genau andersrum drehen. Ja, wieder andersrum.
Ja, das kriege ich noch nicht so gut gebacken. Aber es muss ja irgendwo hier was gewesen sein. Ja. So, mal gucken, ob wir das noch brauchen. Ja, mit allen Fraktionen an Freunden. Das bedeutet, wir gucken hier mal rein. So, was haben wir denn hier? Was will der haben? Der will Nadelholzbalken. Sagen wir mal Start. Kein Handelsträger verfügbar. Das bedeutet, wir müssen sehen, ob wir hier Zimmerer Handelsträger. Da ist er. Und der braucht einen Rucksack. Machen wir erstmal 10 Handelsträger und Rucksäcke werden, nee, hier nicht. Die werden, wo sind denn jetzt? Wo sind denn jetzt? Da. Irgendwo hier habe ich doch eine Schneiderei. Da sind die Rucksäcke und da machen wir mal 10 Stück. Ne? Die machen auch leichte Rüstung. Können wir auch mal 10 Stück machen. Und schwere oder verstärkte Rüstung auch. So. Hier ist die Weberei. Die machen die Grundstoffe für diese Schneiderei. Ne? Also. So. Aber das ärgert mich ein bisschen, dass wir hier jetzt gar nicht weiter rüberkommen. Müssen wir das Ding umgehen, so wie es aussieht. Ne? So, der hier ist schon fertig. Und er hat auch schon seine 10 Leutchen, das ist doch prima. Wo wollen wir denn erstmal hin expandieren? Ich glaube, wir gucken mal, ob wir hier so in die Richtung erstmal gehen. Ne? Plump. So. Jetzt erstmal hier zurück. Da ist der Handelsposten und jetzt aktiver Handel. So. Aha. 40 Stück. Aktiver Handel, Personal ist auf dem Weg, ne? Das haben wir ja gerade erst rekrutiert. Das kann ja nicht so schnell sein. Ne, so, jetzt bringen die das aber hier rein. Ihr seht es hier. Ne, da sind 31 plus 3, die da jetzt schon hingeliefert wurden. Ne, da kommen noch 4, dann sind 36 und dann müssen noch 4 kommen. Dann haben wir 40 Baumstämme, die wir ja handeln. Ne, und wir kriegen denn hier nach und nach die Reputation, dass wir irgendwann mit denen auch befreundet sind. Das ist der Sinn der Sache. Ne, ich hoffe, wir kommen da auch hin. So. Ne, 37, 38. Dann sind das gleich 40 und da gehen schon wieder welche von runter, weil die dann weitergeschleppt werden. Ne, von denen. Da seht ihr, da oben, da schleppt er jetzt schon, der Handelsträger schleppt die Sachen jetzt zu denen. Ne, und das Ganze wird hier abgebildet. Hier fehlen noch 4 auf, dass es auf 40 kommt, aber da ist schon wieder was weggetragen worden. Ne, und hier sehen wir dann die abgeschlossenen Handelssegmente. Ja, also, da haben wir jetzt 4, also 10% haben wir jetzt gerade fertig. Ne, da kommt der Rest Holz noch da. So, hier hat er 80 stehen. Wollen wir mal gucken.
Das können wir auch anscheinend gar nicht beeinflussen. Aber das sind ja auch immer zwei, ne? Also, das waren ja immer zwei hier. Da sehen wir das auch. Das heißt, das müssen 80 sein, damit wir hier 40 Segmente erfüllen können. Okay. Kohle wurde entdeckt. Ja, wir brauchen keine Kohle, ne? Wo ist denn? Da ist unser. Kohle und Stein. Hier ist auch noch mal was. Kohle. Tja. Puh, 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 puh. Ne, wer weiß, ob wir das noch brauchen. Wir bauen uns einfach jetzt ab. Hier, so, damit haben wir. Warte mal, so. Damit haben wir die Kohle erfasst. Da links ist auch noch was. So, Kohle und Holzfäller, Steinbruch. So, jetzt sind wir aber gut beraten, wenn wir hier auch ein paar Lager bauen. Das bedeutet nur, dass sie hier eine Zwischenlage haben, das Ganze schneller quasi transportiert wird und dann, wenn es gebraucht wird, kann man es von hier dann wieder nehmen. Ne, das verschiebt das Ganze so ein bisschen. So. Wie viel habe ich denn hier? Ich habe 50 Wachen. Okay. So, die sind hier fleißig, die sind hier am Ackern. Ne? Da. Hier unten. Oh, was haben wir hier denn? Ui, hier sind ja, es ist ja ganz fette Sachen hier. Wow. Da kann man ja gar nicht genug drüber meckern, ne? So, ein Eisenvorkommen wurde entdeckt. Ja, da sind die anderen aber schon bei, so wie es aussieht. Ja, das ist ja gar nicht unser hier, ne? Wir sind jetzt aber hier. So, und hier, was ist hier? Da sind wir. Das ist unser hier. Das ist von den anderen. Dann würde ich mal sagen, ändern wir jetzt mal. Nee, wir sind ja schon hier. Wir haben keine Steine mehr, ne? Aber wir haben ja dafür vorgesorgt. Wir könnten natürlich auch hier noch dein mit bauen. Dann kriegen wir ja schon die fertigen Steine geliefert, die Grenzsteine. Dann brauchen wir da nicht so weit mitlaufen. Na, mal sehen. Ja, und dran denken, ich habe jetzt in fünffacher Geschwindigkeit hier. Das bedeutet, dass aus noch nicht mal einer Stunde inzwischen 3 Stunden, 2 Minuten wurden in der Spielzeit hier, ne? Oder wenn wir mit einfacher Geschwindigkeit spielen, müssten wir jetzt 3 Stunden, 3 Minuten gespielt haben, um dieses Ziel hier zu erreichen, also diesen Stand der Dinge haben. So. Oh, guck mal, die schleppen hier schon einiges an. Was packen sie denn da rein? Da packen sie die Steine rein. Jawohl. Nochmal. Und Silbererz. Komischerweise. Dann brauchen wir also noch mehr Lager. Die schleppen mir das zu weit weg hier. Das will ich gar nicht.
So, Lager kann man nie genug haben, glaube ich. Ja, sonst knallen die uns hier alles voll und wir haben für die Sachen, die wir hier abbauen, überhaupt keinen Platz mehr. Aber mal sehen. So, was haben wir hier jetzt? Und das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt kann der Steinmetz hier bearbeiten. Nochmal und Silbererz. Okay, dann brauchen wir noch eine Gießerei hier irgendwo, ne? Und Kohle, Kohle, Kohle. So, noch mal drei Stück. Mal schauen. Im Moment kommen gar keine Steine an hier, ne? Nimmt Land ein und auch Patrouille. Jetzt geht's los hier mit Landeinnahme. Okay. Das hat er also noch gefehlt da, ne? Gut, die Lager werden gebaut. Dann sehen wir mal, was wir hier noch so haben. Hier haben wir noch mal Stein. Hier sind sie schon mal dran und weiten unser Gebiet aus. Aha, hier müssen wir hin. Da müssen wir was hinliefern. Wie auch immer. Oh, das kann ein Problem werden, wenn hier alles Wasser ist. Nee, da geht's rum, ne? Also. Dann sollten wir mal sehen, dass wir unseren Schwerpunkt hier, na, wo ist er denn da, verlegen. Und zwar in diese Richtung, dass die in die Richtung weiter das Land erweitern, damit wir da hinten hinkommen. Ne? Wir müssen ja hier über den Bogen und dann da so landen. Die wollen ja dann was von uns haben. Und zwar, wir brauchen Fackeln und Silberdegen. Oh, die haben wir auch noch gar nicht in Auftrag gegeben. Dann müssen wir mal gucken. Werkzeugschmiede, nee. Steinmetz, Steinmühle auch nicht. Wir brauchen hier was. Sägewerk. Wo haben wir denn die Schmieden? Da sind sie nicht. Ich muss doch irgendwo schon eine vernünftige Schmiede gebaut haben. Da ist er. So, jetzt brauchen wir Silberdegen. Und ist nicht aufgepasst. 20 machen wir erstmal. Und was brauchen wir noch? Irgendwas, was wir auch noch nicht hatten. Also, Fackeln. Da kriegen wir sie nicht. Wo bauen wir die Fackel? Da sind sie nicht. Auch nicht. Silber auch nicht. Fackeln macht er nicht. Oh. Das ist, glaube ich, Rüstung auch nicht. Da sind sie. Machen wir mal 30. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier oben sind. Noch gar nicht.
Aber die bauen wenigstens schon mal ab hier, das ist doch auch schon mal gut. Herstellung im Gange, hier, die sind voll. Hohohoho. Was haben wir denn da drin? Ach, hier haben wir Tuch. Das ist ja schön. Da haben wir Kohle. Ne, dann können wir nämlich den Kreislauf besser in Gang halten mit diesem Köderkram. So, dann müssen wir nur noch hoffen, dass der hier auch die Grindsteine alle macht. Da kommen jetzt die nächsten zwei, jawohl. Da müssen wir rüber, ne? Ja, da sind sie schon. Hier, guck mal, da sind sie schon fleißig. Dann sehen wir mal zu, dass wir den noch ein Stückchen weiter in die Richtung packen hier. Am besten gleich dahin. So, zack. Wissen sie zumindest, wo sie hin sollen, ne? Sechs Degen und 27 Fackeln. Das ist der kuriose Bazar. Ja, da müssen wir einen Transportweg errichten, das heißt einen richtigen Weg, wo die die Sachen langschleppen können. Na, ja, ja, da müssen wir sowieso da hinten rum, so wie es aussieht. Ach ja, hier sind sie in Gange. Da, lassen wir das mal so laufen, bis wir dran sind, ne? Ach ja, hier sind sie schon. Oh, da sind wir schon ganz schön weit. Klasse. Das ist ja wichtig, dass wir auch denen sagen, in welche Richtung sie sich vorarbeiten sollen. Ne, das sind wir bis dahin. Die machen ja erstmal so einen einfachen Weg und dann bauen sie das aus. Hier. So, ne, hier, jetzt wird es da ein bisschen weiter, da ein bisschen weiter. So, wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, dann sehen wir, der Weg ist dort links. Da müssen wir den anschließen. Das heißt, jetzt müssen sie alles noch hier drumherum erweitern, damit wir den Weg überhaupt bauen können. Und da steht leider Laubholzbaum. Aber da wird auch der Weg dann irgendwann. So, seht ihr, da sind wir schon mal. Ne? Zack, zack, zack. Das heißt, da können wir schon mal ran. Wenn sie hier jetzt noch ein bisschen was machen. Mal sehen. Jawohl, da noch, da kommt den noch hier. Sehr schön. Ja, das ist doch schon mal gut. Ne? Mit Chance kriegen wir jetzt schon mal einen Weg zustande. Von hier aus. Ja, da müssen wir durch die Bäume. Da müssen sie noch mal ein bisschen was machen hier. Wenn es geht irgendwie. Ich probiere es mal. Aha, bis hier kommen wir schon mal. Machen wir jetzt mal weiter. Fertig ist der Weg. So, das bedeutet, unsere Träger können jetzt diese Sachen dahin bringen. Ne, 33 Sachen. Jetzt schauen wir mal. So, wir haben hier Fackeln. 16 und 6, da ist schon mal gut hier. 17. Also das, ich habe, glaube ich, auf 30 gestellt. Das heißt, die Chancen sind groß, dass wir hier auch alles zusammenkriegen. Wir kriegen auch Bescheid, wenn wir den mysteriösen Ort beliefert haben, den kuriosen Bazar. Wer auf diesen Namen gekommen ist, weiß ich nicht, ist auch egal. Aber wir können auch mal gucken, die kriegen schon das. Ne? Ja.
Na, die bringen schon was hin. So, ein Silberding ist da schon mal. Ja, guck mal, da laufen sie. Wo denn? Da! Ja, zwei Silberdegen und so weiter. Waffenschmiede abgeschlossen. Lieferung erfolgreich zugestellt. Handelszentrum. So, warte mal. Lieferung. Handelszentrum. Genau. Den brauchen wir. Den Handelsposten. Warum geht denn der jetzt nicht auf? Ach, das ist nicht meiner. Ja, das meiner ist doch blau. Schneiderei, Handelsposten. So. Ne, das ist also erledigt. Und damit können wir den jetzt entfernen. Zack. Gut, was haben wir denn hier? Leichte Rüstung. Und hier haben wir Spitzhacke. 75 leichte Rüstung und 45 Spitzhacken. Puh. Nee, Rationen. Wir kriegen Spitzhacken. Wir kriegen das und hier Handelssinn abgeliefert 0. Was sollen wir denn da jetzt? Ich gucke mir das mal an. Die kriegen von denen leichte Rüstung und die kriegen von uns Reputation, so wie es aussieht. Na, lassen wir mal laufen. Mal gucken, was das wird. Ne, ich lerne ja dazu. So, ich habe mich mit allen Dörfern dieser Inseln angefreundet. Yeah! Und damit haben wir gewonnen. Oder ich. Ne, das war das, die Siegbedingung. Ich habe ja auch die Anzahl der Fraktionen gekürzt, als ich das Spiel gemacht habe, und deswegen können wir das jetzt speichern. Man kann es jetzt weiterspielen, wenn man will. Und jawohl. Und wenn wir mal gucken, wir haben hier die Karten-ID. Ich kopiere mir sie ruhig nochmal. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ein bisschen was gebracht. Und ich freue mich, wenn du mir ein Gefällt mir da lässt. Noch schöner wäre natürlich ein Abo. Und wenn du beim nächsten Video wieder auf meinem Kanal bist. Bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Selberspielen. Tschüss.